What's going on, guys? Thanks for watching, Striker. Danke fürs Einschalten und danke heute für dein Gerne. Der hilft mir beim Laufen. Was machen wir heute? Heute spielen wir die Elfmeter-Challenge. Oh. Ihr wisst, ich bin der schlechteste Elfmeterschieße. EU-West und Nord und Asien. Und ganze Welt. Und Universum. Genau. Wir haben sogar noch einen Elfmeter-King am Start. Ein Elfmeter-King ist am Start und ein richtiger Torwart. Passige K im Tor. Ganz einfache Regelung. Wer daneben schießt, ist raus. Ganz einfach. Wow, hat jeder verstanden. Knallhart. Und dann fangen wir jetzt direkt mal an. Let's go. Komm, Deutschland, komm, ihr packt das. Komm, nach vorne, spiel den Ball. Komm, komm, komm. Spidey, was will der denn jetzt? Ja, Spidey? Wie, was für ein Tor? Bruh. Wir sind hier gerade nach dem Gegenangriff. Warum siehst du schon das so und ich nicht? Was ist das denn? Alles klar. Richtiger Spoiler, danke. Leute, der Spidey ist mal wieder ein richtiger Spoiler. Jetzt sehe ich das Tor auch. Was ist passiert? Spideys Satellitenverbindung ist besser als meine. Und deswegen hat er das Tor schon vorher gesehen und obendrein mich auch noch angerufen, um mir Bescheid zu sagen, um mir die Suppe noch weiter zu versalzen. Freunde, wer kennt diese Situation nicht? Der Nachbar nebenan, drüber oder drunter hat eine bessere Satellitenverbindung und er schreit schon viel früher Tor, bevor es überhaupt bei einem angezeigt wird. Dafür gibt es aber jetzt eine Lösung. Die Torjubel-Checker-App von Astra zeigt an, hier eingeblendet, wie stark die Satellitenverbindung ist und damit kann man sich dann gegen Freunde messen und sehen, wer die schnellere Satellitenverbindung hat und bei wem es mehr Sinn hat, das nächste Deutschlandspiel oder was auch immer für ein WM-Spiel zu schauen. Ladet euch einfach mal die App runter. Im ersten Link in der Beschreibung findet ihr den Link zur App. Und darüber hinaus gibt es noch ein super geiles Gewinnspiel, denn Astra verlost 3 Apple Watches, 3-mal ein iPhone 10, ja, und ein Samsung UHD-Fernseher, Leute. Einfach die App runterladen, ein Torjubel-Selfie ungefähr so schießen, hochladen und teilnehmen. Ganz einfach. So, und jetzt geht's wieder zurück auf den Platz. Let's go. Okay, Freunde, heute ist es die Möglichkeit zu zeigen, dass dieser Josh zu Unrecht Elfmeter-King ist. Ich höre euch nicht mehr. Der Barisch Magier. Barisch am Start. Super leicht für den Schuss, aber. Die Mappe. Oh. Ich sag gar nicht groß irgendwas, schau da einfach zu. Okay. Okay. Da weißt du, schau im Rücken und so. Oh. Oh. Der war stark. It's been a long day without you, my friend. Freunde, abonniert mich auf Instagram. Nee, komm! Boah. Man kennt ihn. Der klassische Holzi. Jeder wusste, dass er kommt, aber man kann nichts gegen ihn tun. Freunde, die unsere Videos schauen, wissen, ich habe in der letzten Challenge, war das so, jeden Schuss daneben geschossen. Im Video meinst du? Genau, ja, aber generell. Sagen, auch, als du gesund warst, ne? Nicht, dass du nur auf Krücken. Im gesunden Zustand, nicht auf Krücken. Und jetzt bin ich getroffen. Wieder, Druck ist da. Ne? Jeder hat bis jetzt getroffen und jetzt bin ich dran. Oh. Ein bisschen Glück war da, aber okay. Ja, nicht halt der Erste, der ausfliegt. Ist auch okay schon. Finish him! Mit Ansage, du hast dich mal wieder selber verflucht. Warum machst du das? Ich hab einfach vom Lee gehört, dachte, der springt dann nicht extra in die andere Ecke. Gut gehalten, Frau Passi. Alles klar, Leute, der Erste ist raus, es geht ja, in die zweite Runde. Augenschuh da. Boah, wie der Passi den jetzt hält, Digga. Ne? Boah, Passi, Junge. Krank. Wusste gar nicht, dass du solche auspacken kannst. Krank, wie der den jetzt hält. Gleich werden alle fragen, Humle, was ist mit dir, weil du heulend am Boden liegst. Alter, der drückt, der letzte lacht er ihn noch weg, Alter. Oh ja. Boah, Passi, Mann. Habt ihr da hinten schief? Ich habe ein Gefühl, dass ich dich treffen werde. Ja, das Gefühl. Aber meistens das hat jeder. Täuscht dich dein Gefühl. Ja. Das war deine letzte Runde. Nicht nervös sein, Du hast zu viele Augen sind hinter dir. Hauptsache nicht stolpern. Nope. Oh. Tatsache. Wir machen alle Auge, aber danke für die Teilnahme, Barisch. Du bist auf jeden Fall eine Runde weitergekommen als Loco. Das war schon. Und der Zweite. Der Nächste, der verschießt. Kein Gelöff. Zu viele Augen sind hinter dir.
Ganz viele, die gucken. Ganz viele, ganz viele. Finish him. Das war's. So viel aus. Und der nächste ist raus. Ich sag mal so, breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Ja. Und das Ding ist auf jeden Fall auch im Netz. Und der Ball hinterm Stein. Der macht halt eh wieder diese Saven. Man macht ja auf links unten, aber schießt wieder rechts und umrichtet. Das weiß ich, wer endlich gesagt. Ich dachte, dass du mich diesmal nicht im Stich lässt. Ja, ich dachte auch, aber ich wollte dir den Vortritt lassen, weil du musst heute den Hazel besiegen. Was meinst du da? Ich glaube nicht. Ja? Das, danke. Wir können auch nur kurz. Weil wir wollen. Ja. Ihr habt nichts gehört, ihr habt nichts gesehen. Aber keiner will ja, dass Hazel gewinnt. Und besonders nicht auf meinem Kanal, Leute. Thanks for watching, Strike. Wir haben einen Skandal, weil Hazel hat die Challenge gewonnen. Jeder hat verschossen. Deswegen, sage ich mal, Runde 2. Die Jungs wollen nicht einsehen, dass ich der eigentlich Elfmeterkönig bin. Wieder Mesut. Aber jetzt ist der halt direkt raus. Guck mal, Fassi, der hat locker so ein kleines Placement von Hazel. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass jeder dritte Ball bei mir reingeht. Das habe ich verschossen. Weil ich sehe, wie nervös du bist. Der Papi hat den auch. Jetzt geht wieder los, Freunde. Der Druck kommt wieder. Eieiei, soll ich keine auch? Schnur von der Toilette. Aber so weit. Ein echt hat er so Augen gemacht, aber sagt dann so. Der Kollege ist beide hier, macht das ehrlich. Leute, das Spielchen fängt wieder von vorne an. Jeder hat getroffen. Und jetzt habe ich wieder den Druck. Hashtag Druck ist da. Wie immer, Leute, wie immer. So, wieder Basti. Oh mein Gott. Zweiter Durchgang, zweites Mal als erster rausfliegen. Komm, ein Elfer musst du getroffen haben. Bruder, sei einmal positiv in dein Leben. Einmal. Komm, ich geb dir die. Nee, der wird gegen die Latte gehen. Nein, Bruder, lass mich. Oh, ist der freche Junge. Loco Flocky. Zweite Runde, Hazel fängt an. Zweite Runde, zweiter Sieg. Ich freue mich, wenn du jetzt hinfällst. Falscher Anlauf. Ungültig. Genau. Ich kann mir vorstellen, wie jetzt alle Zuschauer zu Hause aufspringen und aufschreien und sich freuen. Sie posten jetzt alle gerade auf Facebook. Ja! Hazel hat verschossen. Wie ihr wisst, geht ihr nicht rein? Nope. Ja! Erstens schon mal eliminiert. Wenn ich jetzt treffe, ist Hazel sicher raus. Dein Vorbild. Dass du ein Vorbild rauskicken kannst. Mein Allmanns-Style. Der Tanz im Team. Außer Tanz-Style. Der Tanz im Team. So, Freunde, das Soll ist erreicht. Hazel hat verschossen und einer hat schon getroffen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall nicht den gleichen Sieger wie vorhin. Das wäre natürlich ein bisschen langweilig. Aber ich schieße jetzt auch rein und dann gibt es ein schönes Finale. Ne? Da sieht schon Finale dabei. Ready? Ja, Vision. Links unten, links unten. Nee, rechts unten, wenn er den Fuß so stehen hat. Kann das schon an Lars Fuß lesen, wenn er da so steht? Dann zeigt er schon auf die Ecke, oder? Aber ich wollte die ganze Zeit links. Nur weil Hazel gesagt hat, habe ich auf rechts gemacht. Nur weil Hazel gesagt hat, ich hätte bei links bleiben müssen. So, Lauro Flocky ist in der Haus, mein zweiter Wurf. Und der muss sitzen. Lauro GK. Komm, geh mal. Genau, Lauro GK. Das war ein Rückwurf. Das war doch eine Krankheit. Ich glaube, ich mache einfach nervös. Ich bin sehr nervös. Du warst ja noch nie in seinem Leben gekommen. Komm, sag das ehrlich. Der überlegt doch gar nicht. Der pfeffert jetzt einfach nur drauf. Was ist deiner? Der geht daneben. Stabilität à la Loris Karius, kann ich nur sagen. Aber so gehen wir jetzt ins Finale. Spidey gegen Loco. Wer wird dieses Duell gewinnen? Hashtag Spidey oder Hashtag Loco. Schreib's mal unten in die Kommentare. Finale. Oh. Ein easy Treffer. Und danach lässt. Ich wollte schon Loris sagen. Wenn du jetzt verschießt, ist das nicht mehr in deiner Hand. Und das weißt du auch. Rechts unten. Mann, passt die Junge.
Sicher, sicher, der Spidey hier. Alle drei rechts unten gemacht. Alle sind immer 24-7 nervös, wenn Hazel da ist, weil ist das so, der erste ist, glaube ich, beklaut oder so. Weiß doch selber, dass jetzt nur glücklich weitergekommen ist. Ja, du dürftest jetzt eigentlich gar nicht da stehen, das wissen wir alle. Weißt du, welche Größe immer normal ist? Jetzt ist der nervös, der ist immer. Oh, der schießt mal richtig. Leute, was soll ich dazu sagen? Aber immerhin ist Loco ins Finale gekommen. Besser als ich und besser als alle anderen hier. Aber ja, auch besser als ich das. Aber Ian und der Sieger. Der hier ist der wahre Sieger, Elfmeter-King. Ich hab tatsächlich auch die meisten Elfmeter getroffen, Hazel. Leute, schaut bei den Jungs vorbei. Brotatos, Loco, Humle, Pastidika. Barisch magisch. Ah ja, barisch magisch. Bei YouTube-Channel, Leute. Danke, Bro. Lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wow. Wie geht das? Nice.